Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und Entschuldigung, dass es jetzt ein paar Tage kein Video gab. Das ist dem geschuldet, dass bei mir jetzt hier die Maurer die ganze Woche waren, beziehungsweise jetzt bis Mitte der Woche und am Donnerstag und Freitag kommen sie sogar nochmal. Bei uns werden die Heizungen unter der Fensterbank rausgenommen, dahinter wird zugemauert und dann werden die Heizkörper nach vorne gesetzt, um moderne Standards zu erfüllen, was jetzt irgendwie so die Ökonorm angeht etc. Also von daher hatte ich jetzt ehrlich gesagt Probleme hier wirklich arbeiten zu können, weil mein ganzer PC etc. auch eingehüllt war in Plastikfolie. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit beim Shop gepackt und möchte euch wieder ein Video mitbringen. Ihr habt es am Titel schon gelesen, der letzte deutsche Super Heavy VK7201K, meiner Meinung nach so der letzte, also zumindest für mich der letzte 10er Super Heavy, der wirklich Spaß macht. Und warum ist das Ganze so? Da möchte ich vielleicht zwei, drei Sätze, bevor wir jetzt hier so richtig loslegen mit der Action, zu loswerden. Zum einen hat er die EN100 Kanone, die 750 Alpha Schaden hat, genau die gleichen Stats wie beim EN100. Das bedeutet, dass er in der Lage ist, sehr, sehr gut zu traden. Das heißt, ihr fangt euch vielleicht mal einen vom IS-7 oder so für 490, könnt aber dafür 750 drücken. Das zweite, er hat nicht das Problem wie der EN100, dass er lauter gerade Stellen hat, genauso wie die Maus. Mittlerweile ist es ja so, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Premium-Munition dabei haben. Ist denen auch nicht zu verdenken, ganz einfach, weil wir super viele Panzer haben, die man anders kaum noch durchschlagen kann. Also ich denke da an so ein Type 5 Heavy, ein Super Conqueror etc. Also sehr, sehr viel harter Stahl, den wir da mittlerweile am Start haben. Und umso mehr Leute haben natürlich auch dementsprechend die Munition dabei, um die zu durchschlagen. Wer leidet darunter? So Panzer wie der E100 und die Maus, die sehr, sehr ebene Flächen haben und gerade wenn sie denn von Premium-Munition beschossen werden, alles einfach durch den Turm durchpflastert, durch die Wanne durchpflastert. Und ja, beim Panzerkampfwagen 7 könnte man jetzt sagen, der ist ein bisschen besser gepanzert, genauso wie der VK. Warum sage ich besser gepanzert? Weil es nicht so eindeutig ist, wo man hinschießen muss. Es gibt hier neben der Kanone jeweils Stellen, die sind nur 220 mm stark, also hier rechts und links neben der Kanone und hier rechts und links neben dem Turm. Aber dazwischen sind sie flankiert von Stellen, die bis zu 400 mm dick sind. Auch die Unterwanne, wenn die Leute gerade auf euch zuschauen, ist immerhin 260 bis 270 mm dick. Und sobald ihr den Panzer ein bisschen anstellt, wird sie sogar noch an die 300 mm dick. Die Oberwanne auch deutlich über 300 mm. Also dieser VK, genauso wie der Panzerkampfwagen 7, haben doch eine ganz brauchbare Panzerung. Vor allem Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, wo sie bei dem Panzerungsprofil hinschießen müssen. Im Sidescrape müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das kennen viele von euch hier, die Backen. Die haben auch nur gute 220, 230 mm Panzerung. Nichtsdestotrotz, warum ist jetzt der VK7201K besser als der Panzerkampfwagen 7? Ganz einfach, weil er bessere DPM hat. Das sind auf dem Papier zwar nur 200 Schaden mehr, die er die Minute rauskloppt, aber ich hatte ja gerade schon auch so ein bisschen dieses HP-Trading angesprochen. Ihr fangt euch meinetwegen mal ein, aber haut dafür eine 750er Kelle raus und das ist, wenn ihr mit dem Panzerkampfwagen 7 unterwegs seid, der die Jagdjägerkanone verbaut hat mit 560 Alpha Schaden, halt schwer möglich, da besser zu traden gegen den WZ-111 5 Alpha oder einen IS-7. Die haben die bessere DPM und die haben einen ähnlichen Alpha-Schaden. Also ob ich nun 490 habe oder 560, da ist nicht so eine große Differenz zwischen 490 und 750. Und deswegen ist für mich dieser Panzerkampfwagen 7 ehrlich gesagt auch kein adäquater 10er Super Heavy. Und der einzige, der wirklich noch so dieses, die gute Panzerung vom Panzerkampfwagen 7 und die super krasse Kanone vom EN100 verbindet, das ist halt leider dieser VK7201K, der Kampagnen Reward Panzer, den man halt nur über 10er Kampagnen spielen bekommen kann. Aber wenn man ihn denn hat, also mir macht er unfassbar viel Spaß. Ich glaube, ich habe da auch einen Durchschnittsschaden von 3800 oder sogar 3900 drauf. Und ihr seht selber, ich spiele ihn jetzt hier in dieser Runde, die ich euch jetzt erstes mitgebracht habe, eigentlich auch fast ausschließlich mit AP. Gleich habe ich noch eine Runde für euch dabei. Die Leute, die ein bisschen Problem haben mit Premium-Munition, die sollten dann gleich sich die zweite Runde auf Ruinberg nicht mehr angucken, weil da kämpfe ich dann gegen eine Maus und einen E75. Da ist dann doch ein bisschen mehr Heat auf jeden Fall am Start. Also ich warne schon mal vor.
Ansonsten sind wir jetzt hier schon bei 5.324 Schaden und ihr seht, wenn da hinten dieser 8er Premium WZ Heat auf euch schießt, dann kommt er tatsächlich bei euch durch die Unterwanne durch, hat uns jetzt einmal penetriert, der Leopard ist auch mit Heat durchgekommen. Ansonsten, wie gesagt, trotzdem diese Panzerung sehr, sehr gut brauchbar und von den deutschen Super Heavys eigentlich so, ja, diese Kombination aus Feuerkraft und brauchbarer Panzerung macht ihn halt tatsächlich noch konkurrenzfähig, in meinen Augen. Was leider beim EN-100 nicht mehr der Fall ist, beim EN-100 kommen sogar Panzer-TDs durch den Turm durch, ohne Premium-Munition laden zu müssen. Das ist halt das Problem bei diesen geraden Panzerungswinkeln. Die Superstructure vom EN-100 steht ja fast im 90-Grad-Winkel und da hat eigentlich kaum ein Panzer Probleme durchzukommen. Zusätzlich ist die Unterwanne nicht so stark wie bei dem Panzerkampfwagen hier. Und auch oben an der Leiste vom Turm gibt es Stellen, die sehr, sehr einfach zu treffen und sehr, sehr einfach zu penetrieren sind. All das kombiniert macht den EN-100 im Moment ehrlich gesagt nicht so stark, wie man sich das wünschen würde, in Konkurrenz zu den ganzen russen und chinesischen Super Heavies oder den Super Conqueror. Ja, dann haben wir noch die Maus. Die Maus war, als sie den Buff bekommen hat, eine ganze Zeit lang ziemlich overpowered, als es halt auch noch nicht die ganzen anderen Super Heavies gab, wie den WZ-111-5-Alpha, den das Objekt 705, den Super Conqueror. Also als es die noch nicht gab und die Maus diese extrem krasse DPM hatte, da war sie teilweise schon overpowered. Jetzt muss man sagen, mit den ganzen Heavies, die eingeführt worden sind, inklusive Type 5 Heavy, hätte die Maus eigentlich so wie sie war einen guten Spot gehabt, um weiterhin konkurrenzfähig auf dem Gefechtsfeld zu bleiben. Das wurde dann leider revidiert und die Maus wieder genervt. Ja, und die anderen Heavies trotzdem eingeführt. Ja, Panzerkampfwagen 7 hatte ich glaube ich schon angesprochen. Die DPM mit dem Alpha-Schaden ist jetzt, ihr ladet fast genauso lange nach mit dem Panzerkampfwagen 7 wie mit dem VK-7201K und dem EN-100. Und dafür habt ihr aber ja fast 200 Schaden pro Schuss weniger und das macht das Traden halt extrem hart mit dem Panzerkampfwagen 7. Und deswegen, das ist für mich so der Grund, warum ich, wenn ich deutschen Super Heavy fahren will, auf den VK-7201K zurückgreife. Und ja, die Runde hier war schon ziemlich super. 7388 Schaden, den wir gesehen haben. Wir haben auch noch blind hier den WZ rausgenommen. Jetzt habe ich noch eine zweite Runde für euch auf Ruinberg dabei. Hier in der Runde haben wir jetzt, glaube ich, maximal 2 oder 3 Heatschüsse an den Mann gebracht. Ansonsten alles mit AP. Also auch für die Geldbörse eine solide Runde. Und ich würde sagen, wir schauen uns erst die zweite Runde an, die ich für euch dabei habe. Und dann werfen wir einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, wir sind, wie ich schon angespoilert hatte, auf der Karte Ruinberg unterwegs im Winter. Wir haben 357 wieder und da kann natürlich der VK-7201K komplett glänzen, zumal bei beiden Seiten noch einer von den 310ern eine Arti ist. Also haben wir hier beste Voraussetzungen. Trotzdem der Heavy, gegen den wir gematcht werden, eine Maus. Haben wir im Gegnerteam auch noch diverse 9er Heavys. Also wir müssen mal schauen. Natürlich fahrt ihr mit dem VK immer dahin, wo es weh tut, da wo sich die Heavys treffen. Ihr müsst halt extrem aufpassen, gerade wenn ihr jetzt so russische Heavys habt, wie das Objekt 705 Alpha oder den E7, die dann einfach vor euch Highdown gehen können. Aber wir haben jetzt hier eigentlich nur Panzer, die wir auch am Turm penetrieren können. Objekt 257, WZ-111, AMX, M4, E75. Also alles Panzer, die wir durchaus auch mit Heat am Turm durchschlagen können. Und von daher haben wir hier ganz gute Möglichkeiten, uns in der Stadt zu verkaufen. Und wir müssen jetzt auch nicht aufpassen, dass wir bestimmte Highdown-Spots nicht zulassen, sondern wir können das ganze Gefecht hier ganz entspannt auf uns zukommen lassen. Ich lade jetzt direkt Heat, weil ich davon ausgegangen bin, dass das erste, was ich hier treffen werde, sicherlich ein Heavy sein wird. Und ich hoffe, dass jetzt alle Leute, die ein Problem mit dem Einsatz von Heat-Munition haben, bereits abgeschaltet haben nach der ersten Runde. Ja, da drüben Objekt 257. Dem kann man mit dem Kaliber ohne weiteres einfach den Turm overmatchen. Also da müsst ihr einfach nur beim Objekt 257 auf den Turm schießen. Lasst euch nicht verleiten, in die Seite zu schießen, sondern schießt oben auf das Turmdach. Und es ist auch nicht schwer zu treffen, also der overmatcht hier schon regelmäßig. Jetzt haben wir hier den E75 seitlich oben an der Kettenaufhängung
durchgeschossen, erster Treffer 696, leichte Low Roll. Da ist jetzt auch noch der AMX, der ist auch relativ hart gepanzert, also den darf man nicht unterschätzen. Aber wenn er uns natürlich fahrlässig so die Seite präsentiert und wir Heat drin haben, Heat hat ja einen ganz anderen Normalisierungswinkel. Also ihr könnt viel, viel steiler mit Heat auf Panzerung schießen, als ihr das mit AP oder APCR könntet. Auch das muss man natürlich wissen bei dem Einsatz der Munition. Und jetzt haben wir da eine Maus, die uns ja genau da penetriert hat, was ich eben angesprochen hatte. Diese beiden Bäckchen, die sind auf jeden Fall ein Weak Spot. Da braucht die Maus auch keine Premium-Munition, um uns dadurch zu durchschlagen. Wir haben hier jetzt mit Heat einfach durch den Turm geschossen. Aber ich würde euch das natürlich nicht zeigen, wenn wir hier nicht auch ein bisschen mit der Panzerung arbeiten könnten. So, ich habe mir jetzt zweimal einen Schuss gefangen. Jetzt stehe ich wieder in der besseren Position und kann darauf warten, dass sie hier um die Ecke kommen. Und der Maus haben wir jetzt einen mitgegeben. Für 739 durch den Turm. Leider bin ich jetzt der IS-3 hier in den Schuss gefahren. Und die IS-3 hat mir die Kanone kaputt geschossen. Das heißt, ich muss jetzt hier das Rapkit ziehen. E75 und Maus tun mir den Gefallen, hier seitlich rauszufahren. Da hätte ich sogar jetzt auch mit AP penetriert. Aber gerade mit so einem langen Reload, wenn ihr denn was reißen wollt, dann wollt ihr halt auch auf Nummer sicher gehen. Das ist halt auch der Grund, warum ich meinen DR-100 mit so viel Heat fahre. Weil ihr damit rechnen könnt, dass ihr auch mit Premium-Munition zugespammt werdet. Die Maus ist jetzt hier, verlässt sich glaube ich ein bisschen zu sehr darauf oder ist sich zu selbstsicher, dass sie hier mit AP meine Bäckchen trifft. Oder vielleicht auch zu geizig, um jetzt hier selber mal den Zweierknopf zu drücken. Das ist natürlich für uns geschenkt. Jetzt können wir hier sogar noch den T-34 rausnehmen für 643. Also, ihr könnt euch das in vielen Situationen mit den Super Heavies, wenn ihr im direkten Schussaustausch seid, nicht leisten, allzu oft zu bouncen. Die Maus hat jetzt hier regelmäßig von uns in die Fresse bekommen und war, wie gesagt, entweder zu geizig, Premium-Munition an der Stelle zu laden oder sich zu selbstsicher, dass sie auch ohne Probleme meine Bäckchen dadurch schlagen kann. Eins von beiden hat jetzt auf jeden Fall dazu geführt, dass wir ein deutliches Plusgeschäft gemacht haben beim HP-Tauschen. Jetzt können wir hier nochmal, ich will eigentlich lieber auf den WZ schießen. Also gut, dann nehmen wir die Unterwanne vom AMX und unser AMX 65 Tonnen nimmt den AMX raus. Jetzt haben wir hier noch den WZ. Da kann ich einfach drauf fahren. Ich habe genug HP noch mir über. So, er bounce an uns. Und jetzt sollte es vorbei sein. Wir sind schon bei 6700 Schaden, ein Kill. Also ihr seht, in den richtigen Setups, in den richtigen Situationen und wenn ihr bereit seid, auch mal auf den Zweierknopf zu drücken, dann teilt dieser Panzer richtig, richtig doll aus. So, wir haben jetzt eine AP geladen und ihr werdet jetzt sehen, dass die AP nicht immer die beste Wahl ist. Wir haben jetzt hier das Heck von der Maus. Und wir bouncen mit AP am Heck von der Maus. Also für diejenigen auch vielleicht nochmal ein ganz guter Beleg dafür. Ich lade jetzt hier wieder Heat. Aber um die Maus brauche ich mich ehrlich gesagt nicht mehr kümmern. Jetzt ist natürlich der Heatschutz für die Lorraine verschwendet. Aber ich denke, ihr habt gesehen, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Hätte ich jetzt hier weiter einfach meinen Heatstiefel durchgezogen, dann hätte ich jetzt ohne Probleme die Maus rausnehmen können. Jetzt habe ich hier IS-3. Ich fahre auf sie zu. Der Kollege macht das gar nicht schlecht. Er hat mich jetzt hier getrackt und fährt jetzt an mir vorbei und ich habe leider zu lange nachgeladen, habe den Winkel nicht bekommen, um ihn jetzt hier zu treffen. Ich habe ihm jetzt tatsächlich in seine Superstructure geschossen und die hat meinen Schuss gebounced, meinen AP-Schuss. Aber nichtsdestotrotz denke ich, hier haben wir hier unseren Teil dazu beigetragen, dass das Gefecht gewonnen wird. Gucken wir mal, ob wir vielleicht von der Maus noch was abbekommen. Also ich denke, der eine oder andere kann nachvollziehen, warum ich finde, dass das hier so irgendwie so dieser letzte deutsche Superheldi ist, der noch richtig Spaß macht. Und ich denke, das waren zwei eindrucksvolle Runden. Auch wenn es jetzt, ich weiß, in den Kommentaren wird wieder stehen, ja, es waren 357, aber auch mit in einem 357 muss man, wie gesagt, mit den deutschen Heavys schon aufpassen. Ja, immerhin hatte der Mausspieler hier im Gegnerteam auch ein 357. Und hat halt die schlechteren Trades gegen seinesgleichen gemacht und an der Stelle vielleicht häufiger mal den Zweierknopf betätigen sollen. Und das ist dann, gerade wenn man über so viel HP redet, wie die Maus mit 3000 HP, die dann leichtfertig so wegschmeißt, kann dann schon dazu führen, dass das Team
deutlich schnell in den Rückstand gerät. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt versucht hätte, irgendwie die Maus in dem Winkel mit AP zu penetrieren, wäre ich wahrscheinlich zu häufig gescheitert und mich hätte das zu viel AP gekostet. Und ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, da jetzt 6-7 Mal zu schießen, um einmal vielleicht die Maus zu penetrieren, sondern ich möchte dann die Maus so schnell wie möglich runterarbeiten und dann den Rest des Teams angehen. Ja, alles in allem zwei Runden, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant waren. Und ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde war zweiter Klasse, 99.000 Credits bekommen, 3.510 Erfahrungen, Großkaliber haben wir gemacht, schauen wir ganz kurz auf die Teamscore, 7.871 Schaden, 4 Kills, 1.141 Basiserfahrung, schauen wir mal ganz kurz hier auf den detaillierten Report. 15 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 12 Mal penetriert, 1581 Schaden über der Entfernung von 300 Meter, 880 Unterstützungsschaden, 390 Schaden mit der Panzerung gebounced in 6 Minuten 37 und wir haben 16.000 Credits plus gemacht, obwohl wir noch die Schokolade bezahlen mussten. Ja, denke ich, ganz brauchbar, 16.000 Credits hier an der Stelle plus gemacht. Schauen wir ganz kurz aufs zweite Match. Auch zweiter Klasse, auch hier 98.000 Credits bekommen, 3.376 Erfahrung, Stahlwand und Großkaliber. Schauen wir hier ganz kurz auf die Teamscore, 7.154 Schaden, 2 Kills, 1.098 Basiserfahrung. Schauen wir hier ganz kurz auf den detaillierten Report, 12 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 10 Mal penetriert, 2.400 Schaden mit der Panzerung geblockt, 653 Unterstützungsschaden in 5 Minuten 31 und hier haben wir 15.000 Credits miese gemacht, weil ich halt Schokolade und das große Repair-Kit bezahlen musste und weil wir ein bisschen Heat geschossen haben. Alles in allem gleichen sich diese beiden Runden aber aus und unterm Strich ist noch ein kleines bisschen Plus geblieben. Also wenn man seine 10er plus minus 0 fahren kann, denke ich, ist das schon ganz brauchbar. Und ich hoffe, euch haben die beiden Runden Spaß gemacht. Falls sie euch weitergeholfen haben, falls sie euch interessiert haben, lasst dem Ganzen ein Like da. Wenn ihr sagt, nee, die waren scheiße, hat uns nicht interessiert, lasst dem Ganzen einen Daumen nach unten da. Ich freue mich nach wie vor weiterhin riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!